Hallo und herzlich willkommen an die ersten Personen. Ich warte mal noch mal einen kurzen Moment, bevor ich richtig loslege, damit noch ein paar Leute die Möglichkeit haben, in den Raum einzutreten. Ansonsten würde ich schon mal langsam einfach mit der Anmoderation beginnen. Herzlich willkommen zum heutigen Lernen Digital Impuls des Kompetenzverbund Lernen Digital. Mein Name ist Philipp Busch und ich arbeite hier beim Forum Bildung und Digitalisierung in Berlin. Und wir sind in der Transferstelle des Kompetenzverbund Lernen Digital unter anderem in der Wissenschaftskommunikation beteiligt. Und das ist heute die erste Ausgabe des Lernen Digital Impulses in diesem Jahr. Und mit diesem digitalen Veranstaltungsformat wollen wir durch verschiedene Inputs von ExpertInnen, unter anderem aus der Wissenschaft, aber auch aus der Schulpraxis wie heute, Möglichkeiten für den lernwirksamen Einsatz digitaler Medien im Unterricht aufzeigen und Denkanstöße für die Umsetzung in der persönlichen Unterrichtspraxis in der Schule geben. Und bevor ich jetzt gleich unseren heutigen Gast vorstelle, noch ein paar kurze technische Einweisungen für heute. Die Veranstaltung wird aufgezeichnet. Also falls irgendwie der Klarname nicht zu sehen sein soll oder auch das Bild nicht aufgezeichnet werden soll, müsste die Kamera ausgeschaltet werden oder sich nochmal kurz umbenannt werden. Genau, nur das vorneweg. Und ansonsten freuen wir uns natürlich sehr über Fragen heute an unseren Experten. Entweder im Chat oder auch später direkt per Wortmeldung. Dafür würde ich dann bitten, einmal die Handzeichenfunktion zu nutzen. Und würde aber bitten, einmal mit den direkten Wortmeldungen bis zum Ende des Vortrages zu warten. Und auch noch einmal quasi darum bitten, quasi sozusagen, solange man nicht spricht, sich sozusagen stumm zu schalten. Genau, das nur vorweg, so ein paar technische Hinweise. Und dann freue ich mich jetzt, unseren heutigen Gast und Experten begrüßen zu dürfen. Hallo an Kai Wörner. Kai ist Lehrer für Deutsch und Seminarrektor für das Fach Geschichte an der Realschule am Europakanal in Erlangen. Und er arbeitet seit 2011 mit Tablets im Unterricht und engagiert sich seit Jahren in der Lehrkräftefortbildung. Und aktuell beschäftigt er sich viel mit KI und deren Auswirkungen auf die Bildungslandschaft und Medienpädagogik, unter anderem ganz konkret im Geschichtsunterricht. Genau, herzlich willkommen an Kai. Ja, hallo. Vielleicht trotzdem jetzt ganz kurz kriege ich noch die Meldung, dass bei manchen wohl die Meeting-ID fehlerhaft ist. Okay. Deswegen, vielleicht kann man da, lassen wir mal da nochmal kurz was verschicken wollen. Scheint jetzt doch mehrere zu betreffen anscheinend. Ich warte noch mal ein paar Minuten und sonst können wir gleich ja starten. Es wird ja zum Glück auch aufgezeichnet. Also sonst besteht ja auch die Möglichkeit, sozusagen noch nachträglich sich das Ganze anzuschauen. Ich glaube, es besteht jetzt noch keine Möglichkeit, das nochmal neu zu starten, sondern dann werden alle Personen wieder raus. Genau, dann würde ich sonst trotzdem einmal einfach jetzt an dich übergeben, Kai, wenn das okay ist. Und dann hoffen wir mal, dass noch ein paar Personen sozusagen jetzt nachträglich eintröpfeln. Ja. Gut, dann starten wir mal durch. Ich hoffe, Sie haben jetzt den Weg da reingefunden. Und falls nicht, dann starten wir jetzt trotzdem durch. So. Wunderbar. Ja, dann begrüße ich Sie zu unserem Impuls zum Thema KI-Tools.
Wir wollen uns jetzt dementsprechend mal anschauen, wie die KI-Tools im Geschichtsunterricht sich dementsprechend einsetzen lassen, so eine Viertelstunde, und dann bis dahin sind dann auch alle dementsprechend auch drin, und dass wir so vielleicht noch ein bisschen ins Gespräch kommen. Ja, fangen wir mal an. Ich habe am Anfang vier schnelle Ideen dabei. Die sind eigentlich jetzt so am Anfang, sagen wir, von diesem Chat-GPT-Hype dementsprechend entstanden. Und am Schluss werden die dann eigentlich auch wieder aufgegriffen. Das soll mal unser Rahmen so sein. Und insgesamt wären das vier schnelle Ideen. Ich habe ganz am Anfang mir mal überlegt, naja gut, wenn jetzt diese KI-Tools da so gibt, wäre noch vielleicht auch eine Möglichkeit, das Ganze also als Unterrichtsvorbereitung einzusetzen. Und einer dieser ersten Versuche, den sieht man hier, da ging es also darum, so einen Dialog auf dem mittelalterlichen Markt dementsprechend sich ausformulieren zu lassen. Sowas gibt es ja auch gerne in Handreichungen von Verlagen. Und ich finde das erste Ergebnis jetzt gar nicht so schlecht. Wir werden sehen, an der Idee haben wir dann ein Jahr später auch ein bisschen weitergearbeitet und ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, wie Sie solche Tools dementsprechend einsetzen können. Hier halt jetzt den Platz für ChatGPT. Zweite schnelle Idee, die ich dabei habe, probieren Sie doch mal aus, fiktive Zitate sich nicht nur generieren zu lassen, sondern vielleicht auch mit Schülern und Schülerinnen erstellen zu lassen und dann auch mal die Maschine zu entscheiden, inwieweit so ein Zitat halt zum Beispiel zum Leonardo da Vinci passt oder halt auch nicht. Und es ist ja nicht so, sage ich mal, dass da jetzt ein moralischer Kompass vielleicht drunter liegt, aber es macht auf jeden Fall Spaß, dann auch die Entscheidung in Anführungszeichen der Maschine dann vielleicht auch nochmal ja, kritisch zu hinterfragen und vielleicht an der Stelle ja vielleicht sogar es besser zu wissen, es vielleicht auch mit mehr, sage ich jetzt mal, Fleisch an der Stelle zu unterfüttern. Dieses Zitat, ich arbeite nur für Geld, die Kunst ist mir egal, das ist zum Beispiel so im Unterricht mal gefallen, um halt das auszuprobieren, was dann da für eine Rückmeldung dementsprechend gibt. Und wir sehen hier, dass die ChatGPT-Antwort vielleicht jetzt gar nicht so falsch, sagen wir, ist, aber das ist zum Beispiel durchaus was, was man auch mal ausprobieren könnte, so als schnelle Idee, wie gesagt, nicht nur Zitate erstellen, sondern auch mal Zitate überprüfen zu lassen. Auf jeden Fall. Guter Klassiker ist die Sache mit der Quellenarbeit. Wenn Sie Quellen haben, die im Original vorliegen, dann ist das natürlich für Mittelstufe, Realschule vielleicht auch nicht immer die einfachste Variante. Die kann ich mir mit ChatGPT vielleicht tatsächlich gut differenziert dementsprechend darstellen lassen, indem ich sie zum Beispiel ja durch Hauptsätze ersetze. Ich gebe halt gewisse Befehle ein und mache das Ganze ein bisschen einfacher und habe dann vielleicht schon die Möglichkeit, dass auch alle Schülerinnen und Schüler an der Quellenarbeit dementsprechend mit teilnehmen können. Und da haben wir eigentlich jetzt immer die besten Erfahrungen gemacht, auch schon in Lehrproben bei Studienreferendarinnen. Wirklich eine Idee, die vielleicht durchaus Sinn machen kann, auch für Ihren Unterricht. Letzte schnelle Idee wären Emoji-Texte zu erstellen. Also ich kann zwar jetzt auch mit der Pro-Version mittlerweile Bilder erstellen, mit DALL-E 3, Sie werden noch ein paar sehen noch aus dem Vortrag, aber wie gesagt, auch mit der Basisversion geht es durchaus schon, da Emojis ja eigentlich auch Texte sind, zumindest Textzeichen, sage ich jetzt mal an der Stelle, dann stellt er tatsächlich auch so Emoji-Graphien, haben wir es dann mal genannt, das könnte man auch an der Stelle wieder analog zum Beispiel auch durchführen, dass man erstmal die Texte dann mit den Schülern schreibt und die dann im Nachgang die dann quasi eintippen und mit Emojis versehen. Da bekommen sie vielleicht auch mal wegen einem anderen Zugang zu Grundwissenslisten oder halt prinzipiell zu Biografien. Das funktioniert wirklich nicht schlecht. Haben wir auch mit tatsächlich jetzt an der Stelle wieder, weil es ganz gut gepasst hat, mit Luther dann im Unterricht nochmal gemacht, sodass die Schüler dann sein Leben nur mit Emojis dargestellt haben und auf die Idee sind wir durch die Querverbindung dementsprechend. Ja, was geht so mit ChatGPT zum Beispiel gekommen? Weitere, vielleicht auch schnelle Idee 5, wenn man so will, aber im Prinzip mit zwei Folien jetzt mal ganz kurz thematisiert. Sie haben ja jetzt die Möglichkeit, wenn Sie da die Pro-Version sich angeschafft haben, auch eigene GPTs zu erstellen. Und ich habe es mal mit dem Lehrplan ausprobiert. Tatsächlich ist es so, dass mit ein paar Schritten man eigentlich ja so eine Möglichkeit hat, sich mit dem Lehrplan zu unterhalten. Und das kann natürlich dann last but not least dazu führen, dass man sich vielleicht auch für einen Sequenzplan oder wie auch immer Vorschläge erstellen lässt. Und da beginnt dann, glaube ich, auch mit den vier schnellen Ideen von vorhin,
Die Ideen, dass man schon Potenziale für die Arbeitserleichterung von Lehrkräften, glaube ich, sehen kann. Und wie gesagt, das Einzige, was ich da gemacht habe, war ein paar, ich habe da jetzt nichts programmiert, sondern einfach den Lehrplan hochgeladen und ein paar Parameter eingestellt, ein paar so Leitfragen dementsprechend fokussiert. Und an der Stelle kommt dann eben dieses Ergebnis raus. Das wäre jetzt bei uns eben die Klasse 6 und zumindest mal ein Vorschlag, wie das Ganze dann dementsprechend auch ausschauen könnte. So eine Sequenzplanung. Gerade wenn man es das erste Mal macht, vielleicht gar nicht so einfach. Berichten möchte ich mal, wir haben ja gesagt, KI-Tools. Ein stellvertretendes Tool wäre Schul-KI, mit dem ich jetzt ein bisschen länger gearbeitet habe. Da gab es einen Pilotversuch von der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung. Und an der Stelle ein paar so Sachen, die wir da so herausgefunden haben oder auch Ideen, wie man es im Unterricht einsetzen kann. Wir haben hier mit sogenannten Personas Interviews durchgeführt. Das heißt, das wären jetzt auch wieder so eigene Chatbots, hier die Luise Otto Peters, im Dialog. Und wir haben uns halt zuerst mal überlegt, wir Studienreferendarin gemeinsam, ja, wie könnten wir jetzt mit so einem historischen Zeitzeugen, den es ja eigentlich nicht gibt, in dem Fall umgehen? Und wir haben uns halt zunächst mal Fragen überlegt und die dann später abgeglichen mit ja, Originalquellen. Wir haben quasi hier die Luise Otto Peters zu Bismarck befragt. Das war jetzt halt für uns der stimmigste Weg, das auch mit dem Lehrplan zu verknüpfen. Und da kamen schon ganz interessante Sachen raus. Ich verrate dann am Ende vielleicht nach dem Vortrag, was sie denn darauf geantwortet hat, was das Kissinger Diktat dann sei. Die Antwort ist ganz, ist historisch ganz interessant. Die lasse ich jetzt mal an der Stelle mal noch weg. Und diese Ergebnisse, wie wir das im Unterricht durchgeführt haben, das hat der Kollege Mirwald dann mal bisschen analysiert und glaube so einen der ersten Vorträge zu dem Thema da auch gehalten, einfach so unter der Fragestellung, was passiert denn, wenn man Schülerinnen und Schüler prompten lässt? Also letztlich ist es ja nichts anderes, ne? Man stellt also quasi Fragen und unterhält sich mit so einer Figur und was passiert da? Und von unserer Klasse, mit der wir es durchgeführt haben, eine 8. Klasse, kam dann eigentlich so ein Ergebnis raus, was vielleicht in dem Rahmen auch mal ganz interessant ist. Also wenn man keine großen Vorgaben gibt, dann lassen sich die Personen, also die Persona, mehr oder weniger, werden freundlich angesprochen von den Schülern. Es gibt die Möglichkeit, also Schülerinnen und Schüler fordern sie zu einer Stellungnahme zum bestimmten Thema auf, was wir jetzt da auch gesehen haben. Ist so eine Möglichkeit war auch über die Sozialpolitik von Bismarck sich zu unterhalten, aber eben auch über die Außenpolitik. Und Schüler schaffen das schon dann auch nach konkreten historischen Fakten zu fragen. Sie sind auch, weil wir es ein bisschen thematisiert haben, in der Lage, gewisse Verknappungsanfragen zu stellen. Und bei den zwei unteren Punkten, das sind quasi dann so Potenziale, wie man auch weitermachen kann, ne? Also wenn man jetzt das wirklich öfter macht, dann wird man nicht drum rumkommen, den Schülerinnen und Schülern auch das Prompten zu lernen. Sodass sie natürlich, wenn die beim ersten Mal sowas machen, dann stellen die natürlich auch Fragen, die jetzt vom Thema abweichen. Das ist völlig klar. Aber das wäre jetzt sowas, wie man weitermachen kann. Wir sind ja da jetzt nicht fertig an der Stelle, sondern dementsprechend wollen da ja auch noch ein bisschen weitermachen. Das ist jetzt so ein Ergebnis aus dem Sommer quasi. Und dann geht es ja quasi so weiter und auf einmal ist Chat mit Bildern möglich. Sie laden ein Bild hoch, hier so relativ bekannt und bekommen dann mehr oder weniger eine ganz gute Analyse, das geht jetzt auch noch weiter. Und da sehen wir schon wieder auch die Verknüpfung zum Anfang, was es für Potenziale haben kann. Ich kann mir mal ja durchaus auch Sachinformationen zu dem Ganzen holen. Und habe natürlich dann auch im nächsten Schritt dann sogar die Möglichkeit, mir vielleicht sogar Karikaturen erstellen zu lassen. Damals ging das noch, das habe ich Mitte Oktober mal gemacht. Könnte sein, dass da jetzt momentan kein Ergebnis mehr rauskommt. Aber an der Stelle finde ich das durchaus gar nicht mal so uninteressant, was da für Ergebnisse mit dieser DALL-E 3 Software, sage ich mal, in ChatGPT dementsprechend rauskommt oder rauskommen. Und das letzte unten mit diesem Knoten fand ich jetzt eigentlich am besten. Und dann natürlich kann ich natürlich auch konkret wieder nach Aufgaben fragen. Und so ist natürlich irgendwo der Punkt dann auch wieder eine Art Absurdum vielleicht sogar führen will, an der Stelle könnte ich mir eigentlich ziemlich detaillierte Unterrichtsstunden generieren. Ob die dann immer so wünschenswert sind, das ist jetzt die nächste Frage.
Problem ist aber, dass, oder beziehungsweise, was ja Gott sei Dank noch so ist, ich meine, wir sind ja dann auch alle ausgebildet genug, denke ich, um an der Stelle auch zu entscheiden, ist der Weg wirklich guter? Sind die Aufgaben dementsprechend auch für meine Klasse passgenau? Ich meine, das kann dann ja nicht so eine KI dementsprechend abnehmen. Aber wie gesagt, möglich wäre es. Und ich halte die Ergebnisse und den Output gar nicht mal so verkehrt. Und ja, wenn ich so will, gleich die nächste Idee, die man dann so bringen kann. Schauen wir doch mal, welche Bilder die so generieren. Ich habe hier mal zwei Epochen miteinander gemixt und dann kommt dann noch ein wenig Kauderwelsch raus, würde man jetzt neudeutsch vielleicht sagen, oder populärwissenschaftlich. Nichtsdestotrotz gäbe es da natürlich schon auch Potenziale, dass man halt mal versucht, anhand von so einem künstlich berechneten Bild eben zu überprüfen, welche Merkmale sieht er denn als mittelalterlich und antik vielleicht auch an? Sind die einigermaßen konkret umgesetzt? Und dann natürlich auch eine technische Komponente. Inwieweit sind denn die beiden Epochen tatsächlich gleichberechtigt? Wenn man sich das Bild so anschaut, also da gibt es ja mehrere Möglichkeiten, wie man vielleicht mit so einer einfachen Aufgabe, mit so einem einfachen Prompt und Ergebnis vielleicht tatsächlich echte, ja, Epochenmerkmale vielleicht ausarbeiten kann. Alles mal nur so Ideen, die noch natürlich Work in Progress sind, genauso wie das hier. Vielleicht kennen Sie Feature AI und das ist so eine Software, die quasi Texte, man schreibt Texte und man bekommt Feedback dazu. Und bloß so ganz knapp, was man da machen könnte, man könnte natürlich mal eine Quelle dementsprechend integrieren als Material. Das sieht man dann im nächsten Schritt. Und ich gebe vielleicht ein paar Aufgaben dazu, je nachdem, was Sie für Formate haben. Ich habe jetzt hier ganz einfache Formate, da geht es um eine Quelle, die jeder kennt. Und drei Fragen. Sie können ja mal überlegen, ob Sie wissen, welche Quelle das dementsprechend da jetzt dann kommt. Fasse den Inhalt grob zusammen, das passt auf alles. Ermittle, welchen Vorwurf Wilhelm II. Den Gegnern macht. Das geht schon in die richtige Richtung. Und wie stellt er sich den Krieg vor? Sie überlegen kurz für sich, was da jetzt kommt. Und Schüler würden dann einen Text schreiben und bekommen zu diesen Kriterien dann Rückmeldung, ob sie das erfüllt haben, die Aufgabe oder nicht. Und wie gesagt, den Redetext, hier, Sie haben sie alle erkannt, dementsprechend, den kann ich dann als Material auch noch einfügen, sodass ich auch die im Prinzip Gewissheit habe, dass die KI genau auch mit dem Text arbeitet, der an der Stelle vielleicht auch ja, als Grundlage da sein soll. Also das ist dann durchaus möglich, also quasi ein anderes Tool, was man hier an der Stelle mal nennen kann. So komme ich fast schon zum Schluss. Ich muss ja auch noch das Kissinger Diktat auflösen, aber das, wie gesagt, dann später noch. Sodass man, wenn man alles miteinander verknüpft, glaube ich, auch eine Zäsur vielleicht auch hat. Ich habe jetzt hier links, Sie erinnern sich an unsere Rede vom Markt, das ja dann ein bisschen später gemacht und ob man tatsächlich alles, was ich da so brauche, von der künstlichen Intelligenz erstellen lassen. Rechts sieht man ein Bild, das er in die Szene einführen soll. Dann links die konkrete Aufgabenstellung, alles Vorschläge von der künstlichen Intelligenz und rechts ist unten das auch von der künstlichen Intelligenz erstellt. Das ist ein Punkt, sage ich mal, der vielleicht uns jetzt mehr noch beschäftigen wird im Geschichtsunterricht, dass das Ganze halt vor allen Dingen über mündliche Formate auch abläuft, wenn ich es auch mal benoten will. Das reine Produkt wird wohl nicht mehr ausreichen, weil ich auch gar nicht sagen kann, wer es konkret erstellt hat, ob Mensch oder Maschine, das ist durchaus möglich oder auch müßig, sage ich mal. Möglich ist es nicht, aber es ist müßig, das dementsprechend nachzuforschen. Und so wird man tendenziell vermutlich eher wohl an Prüfungsformaten arbeiten müssen, sodass, wie gesagt, Vorträge oder auch eine Prozessbewertung an Bedeutung gewinnen werden. So zumindest jetzt mal meine These. Genau. Und jetzt haben wir ja noch Zeit, das Ganze ein bisschen zu vertiefen. Wenn Sie da Kontakt aufnehmen wollen, gerne immer auch über meine E-Mail. Und ja, freue mich auf Ihre Rückmeldung zu diesem kurzen, aber doch knackigen, hoffentlich, Input zum Thema KI-Tools im Geschichtsunterricht. Ja, vielen lieben Dank erstmal für den kurzen Einblick. Erstmal noch vorweg, bevor ich jetzt die Fragerunde öffne, freut es mich, dass
noch ein paar in den Raum eingetrudelt sind. Wir haben gehört, es gab ein bisschen Probleme mit dem Link. Das tut uns auf jeden Fall sehr leid und werden uns das im Nachgang auch nochmal anschauen, woran das gelegen hat. Die Veranstaltung ist aber auf jeden Fall komplett aufgezeichnet. Also auch der Teil, der vielleicht verpasst wurde zu Beginn, kann auf jeden Fall noch nachgeschaut werden im Nachgang. Genau, an dieser Stelle würde ich dann die Fragerunde öffnen, falls sich direkt Fragen ergeben haben. Ansonsten habe ich auch ein, zwei mitgebracht, aber genau, gerne sonst erstmal aus dem Plenum, falls es Fragen gibt. Dann würde ich einmal kurz direkt eine Frage stellen. Du Ja, hast ja auch eine schon. haben wir, glaube ich. Ah ja, perfekt. Genau, ja, danke von mir auch für den Vortrag. Sie hatten jetzt am Ende kurz angesprochen, dass andere Prüfungsformate möglich bzw. nötig wären. Haben Sie da irgendwelche Beispiele vielleicht schon, wie sowas aussehen kann? Naja, ich habe zum Beispiel jetzt in der 6. Klasse die Schülerinnen einen Dialog schreiben lassen zum Thema Olympische Spiele. Und habe dann die dann quasi so einen fiktiven, sie haben jetzt gemerkt, das ist irgendwie wegen so Spleen von mir jetzt an der Stelle, irgendwie gefällt mir das jetzt ganz gut. Und ich sollte jetzt quasi einen Dialog schreiben aus der Sicht, also ein Olympionike aus der Antike unterhält sich mit einem Jugendlichen aus der heutigen Zeit und haben dann halt von mir Material bekommen, das sie halt recherchieren und haben dann eben die Möglichkeit gehabt, mit diesem Feed-Tool ihren Dialog besser zu machen. Das heißt, die hatten dann im Prüfungsformat quasi, was ja sonst nicht so der Fall ist. Man schreibt eine Prüfung, fertig, gibt es ab, 2 Wochen später kommt die Note von der Lehrkraft. Jetzt hatten sie zum Beispiel halt die Möglichkeit, dieses Tool zu nutzen, um den Dialog besser zu machen, ganz offiziell. Das wäre jetzt halt so eine Möglichkeit in die Richtung, wo es vielleicht gehen könnte. Ne? Oder dass man halt dann sagt, so ein Interview mit der Luise Otto Peters. Da mache ich, gehe ich quellenkritisch ran und schaue, was die Antworten dann so machen. Und jetzt kann ich es ja auflösen. Auf die Frage, was das Kissinger Diktat sei, kam eine Antwort über Henry Kissinger und über die US-Außenpolitik von 1970. Das wäre jetzt natürlich als Antwort relativ skurril und halt falsch und muss man halt an der Stelle dann vielleicht auch kritisch damit umgehen. Oder ein drittes Beispiel wäre jetzt, die Schüler in der 10. haben jetzt bei mir ein Referat gemacht zum Thema Alltag in der DDR. Und da hatten sie auch die Schul-KI zur Verfügung und mussten drei, ja, sinnvolle Fragen stellen und die Antwort der Schul-KI einordnen. Inwieweit sie mit ihrem Wissen halt dann korrespondiert, ist sie genau genug, ist sie, wie sind da differenzierter, als man denkt. Also das wären jetzt mal so Schritte, wo ich das versuche einzubauen und es halt nicht irgendwie zu verbieten oder so zu tun, dass es das nicht gibt, sondern es ist halt Teil der Prüfungsleistung. Und dann kriegen die da vielleicht 60 Punkte und diese KI-Geschichte ist halt dann vielleicht ein Drittel oder so. Ne? Also auch um zu zeigen, dass das wertige Arbeit. Und die machen sich da echt die Mühe. Und man erkennt man ja, je nachdem, wie man da fragt, ja, wie durchschaue ich das schon ein bisschen oder bin ich einfach dann schnell zufrieden und dann kann man Abstufungen machen, würde ich jetzt sagen an der Stelle. Vielen Dank. Dann würde ich einmal an Torben Rothe für die nächste Frage geben. Ja, schönen guten Tag. Vielen Dank für den kurzen Impuls. Wenn man jetzt mit den Schülern mit ChatGPT arbeitet, wie sieht das dann mit den Anmeldungen seitens der Schüler aus? Läuft das dann über die Privataccounts? Ja, die nutze ich natürlich nicht, sondern ich nutze halt momentan eben zum Beispiel die Schul-KI. Mit der kann ich quasi einen Raum aufmachen. Die arbeiten dann auf meinem Account. Und die ChatGPT-Sachen, die sind jetzt natürlich mehr so für die Unterrichtsvorbereitung. Ne? Also es gibt ja auch einen Orientierungsrahmen für Bayern zum Beispiel, an dem ich mitgewirkt habe, wo dann eigentlich auch relativ genau drinsteht, was man rein rechtlich darf und was man nicht darf. Das hat, denke ich, jedes Bundesland mittlerweile so geheftet oder eine Webseite dazu. Und dann wird es natürlich dementsprechend schwierig. Ne? Ich glaube, da muss man auch immer trennen. Und in der, irgendwo wird es ein Tool brauchen, was man mit Schülern vielleicht auch nutzen kann. Wir haben jetzt auch eine wissenschaftliche Empfehlung, dass das wohl so ab Klasse 8 dementsprechend auch sinnvoll ist. Und ja, wird's halt, es geht halt, wie gesagt, die Frage, welches Tool das man nutzt. Bin da halt in Kontakt mit allen möglichen, die es da so gibt. Kann man auch nur Phobis nennen. Und da denke ich, ist das momentan die beste Lösung, dass man halt dann da sich selber einen Account macht, wenn dann das interessiert und den Schülern halt Tools kennt.
Dann noch eine weitere Frage, wie ich sehe, von Stefanie Hölzelwimmer. Gerne einmal. Ja, vielen Dank für den Impuls. Mir sind vor allem, naja, zwei miteinander vernetzte Fragen so in den Kopf gekommen, als ich zugehört habe. Und zwar haben Sie ja gerade mit der Luise Otto Peters Beispiele gemacht, in denen die Schülerinnen und Schüler ChatGPT nutzen sollten, um zum Beispiel nach Fakten zu fragen. Sie haben jetzt aber selber gesagt, dass auch Aussagen dabei waren, die einfach falsch waren. Also gerade wenn es darum geht, dass man Quellen und Darstellungen unterscheiden lernt und dass man auch, naja, Darstellungen kritisch zu hinterfragen lernt. Ich sage jetzt einfach mal Stichwort Kompetenzorientierung. Inwiefern passt es denn überhaupt noch mit diesen Leitlinien, die wir jetzt seit gut 10 Jahren im Geschichtsunterricht haben, zusammen, wenn man mit ChatGPT arbeitet, beziehungsweise wie würden Sie erfahrungsgemäß sagen, welche Herausforderungen stellen sich da dar und wie kann man auf die eingehen? Die Frage ist nicht schlecht. Man muss natürlich fairerweise sagen, das Beispiel, was ich da jetzt gezeigt habe, ist aus dem Juli, ne? Also wo das quasi relativ neu war und da hatte ich ja zum ersten Mal die Gelegenheit, mit Schülern und Schülerinnen und Schülern zu arbeiten an der Stelle. Und da habe ich jetzt auch keine bessere Idee gehabt. Was könnten wir jetzt da machen? Ne? Also ich glaube, da wird einiges noch auch erscheinen. Ich weiß schon, dass jetzt da so zwei, drei Aufsätze in die Richtung gehen, die da in der Fachdidaktik erscheinen, wie man halt dann mit so historischen Zeitzeugen umgeht. Weil ich meine, das Problem ist halt folgendes. Es gibt einige Seiten schon, die sowas anbieten und Schülerinnen und Schüler werden wahrscheinlich sich auch über solche Angebote historisch irgendwie informieren. Und so war mir jetzt zunächst einmal der Schritt halt auch logisch, das mal auszuprobieren, was kommt da wirklich. Wir haben ja dann gesehen, der Kollege Mierwald hat es ja dann auch aufgegriffen in so einem Vortrag, um das halt mal ein bisschen einzuordnen, ob das jetzt dann so bleibt als Einsatzszenario. Das steht, glaube ich, ist noch relativ offen. Aber wie gesagt, das ist jetzt prinzipiell, glaube ich, auch immer, ob es widerspricht vom Geschichtsunterricht, ob das jetzt wirklich so was Neues ist, dass wir jetzt gucken müssen, was sind da jetzt Fakten, was kommt da jetzt raus? Das wussten wir zu dem Zeitpunkt auch noch so gar nicht so wirklich. Ne? Mein Schul-KI ist jetzt auch nicht gleich ChatGPT, auch wenn natürlich da ähnliche Techniken drunter liegen, aber jedes Large Language Model antwortet ja auch wieder anders. Wenn Sie es mal ausprobieren, nutzen Sie mal drei verschiedene Large Language Models, Sie bekommen ja dreimal unterschiedliche Antworten von unterschiedlicher Qualität. Und da wir das ja im Geschichtsunterricht, glaube ich, ganz gut können, da das einzuschätzen und wie Sie richtig gesagt haben, kompetenzorientiert auch arbeiten, auch immer wieder machen, schien mir das jetzt der erste Weg zu sein, wie man das vielleicht miteinander verknüpfen kann. Halt auch aus Interesse einfach, was kommt dann da so raus und wie geht man dann im Prinzip damit um. Und das Problem hat man bei Erklärfilmen auch. Ich meine, bei YouTube, TikTok oder wie auch immer informiert man sich und da denkt man ja auch immer, das sind Fakten. Also ich glaube, man muss halt, glaube ich, zwei Sachen vielleicht den Schülern mittelfristig beibringen. Aber bekomme ich, wenn ich die Möglichkeit habe, da das bestmögliche Ergebnis raus? Das heißt, wie prompte ich vielleicht auch geschickt? Das hängt viel mit Fragekompetenz zusammen. Das ist ja dann auch vielleicht eine Mischung aus Deutschdidaktik und Geschichtsdidaktik. Und der zweite Aspekt ist halt, dass man mit so einem Input, der ja auch immer besser wird, ne? Also wenn Sie jetzt mal gucken, hätte es da auch Beispiele dabei, wenn Sie die Basis- und die Pro-Version nehmen, das ist teilweise ein Unterschied wie Tag und Nacht, sage ich jetzt mal. Da sieht man es halt dann nicht mehr so leicht, ob das Ergebnis stimmt oder nicht. Und wenn man aber sich mit dem Thema auch auskennt und vorher vielleicht auch die Unterrichtsstunde dazu durchgeführt hat, so wie die Schülerinnen und Schüler in meinem Referat zum Alltag der DDR, dann kann man, glaube ich, schon einschätzen, inwieweit das Ergebnis passgenau ist oder wo vielleicht noch Lücken sind. Und das war jetzt so, stand jetzt wegen so der Ansatz, um das halt in den Geschichtsunterricht zu integrieren. Ob es dabei bleibt, werden wir sehen. Vielen Dank. Gerne. Gibt es weitere Fragen? Ansonsten würde ich, wir sind auch schon jetzt bei 16:31 Uhr angelangt, sonst aber noch eine, es wurde jetzt so ein bisschen angeschnitten auch schon von dir, Kai, aber noch irgendwie eine zum Abschluss stellen, quasi welche Möglichkeiten du jetzt dann quasi eigentlich in der Geschichtsdidaktik zusammenfassend siehst, um quasi auch Medienbildung bei SchülerInnen zu unterstützen, gerade in Bezug auf die Quellenkritik. Also vielleicht kannst du da nochmal kurz so ein, zwei Sätze zu sagen zum Abschluss.
Ja, ist schwierig. Ich glaube, dass vermutlich man doch erstmal noch ein Stück zurückgehen muss und einfach auch mal, glaube ich, bei den Lehrkräften anfangen muss. Wie nutzen die das vielleicht irgendwie am besten? Ich will mir jetzt die Antwort nicht drücken, aber so recht viel mehr habe ich eigentlich zu der Frage gar nicht mehr beizutragen, wie das, was wir eigentlich schon gesagt haben. Aber gerade auch, weil es noch rechtliche Probleme gibt, weil es natürlich auch die Barrieren gibt, dass man sagt, wer hat da Zugriff drauf? Und sind wir ehrlich, das wird wahrscheinlich erst dann auch ganz wichtig werden, wenn man es im Unterricht halt so einsetzen kann, dass wirklich eine Lehrkraft, wenn die am Montag in die dritte Stunde gehen will, dass die ein Tool zur Verfügung hat, was sie mit den Schülern datenschutzkonform nutzen kann. Dann wird es wahrscheinlich auch erst so eine richtige Dynamik eben bekommen. Das wird vielleicht noch eine Zeit lang dauern. Aber ich glaube, bis dahin muss man echt gucken, dass man die Lehrkräfte so weit fit kriegt, um eben zu entscheiden, was. Sind es Fakten, sind es keine? Wie überprüfe ich das? Wie hole ich vielleicht, wie gesagt, das Beste raus? Und da haben wir, glaube ich, genug zu tun. Also ich glaube, dass da die Fortbildungen und die Angebote wahrscheinlich, die sind immer sehr gut nachgefragt, immer noch. Und wie gesagt, die andere Frage, da wird man sich wahrscheinlich auch noch ein wenig vertagen müssen, weil das werden immer einzelne Enthusiastinnen, sage ich mal, sein, die halt dann da konkrete Vorschläge zunächst mal machen. Und ob das dann schon massentauglich ist, das wird man sehen. Ne? Aber wie gesagt, gerade was den Fortbildungsbereich betrifft, wird es da die nächsten Monate vor allen Dingen in dem Bereich der Lehrkräfte einige Angebote bei uns zum Beispiel jetzt geben. Und ja, nebenbei probieren wir halt dann die Sachen dann noch aus, die wir jetzt gerade angesprochen haben. Bin für jede Kooperation und weitere Idee offen, aber weiß ja nicht, wie viele jetzt da im Raum schon mit Tools und Mitschülern auch konkret gearbeitet haben, werden wahrscheinlich die wenigsten sein, wobei natürlich ein paar Namen sind mir bekannt, ohne die jetzt nennen zu wollen. Aber ich denke schon, dass das noch immer, ja, das Internet ist für alle Neuland, hat mal Ex-Kanzlerin gesagt. Glaube, da sind wir noch gar nicht so weit. Könnte ich mir vorstellen, vielleicht stimmt es ja nicht, meine subjektive Einschätzung. Alles klar, vielen Dank auf jeden Fall für deine Einordnung nochmal zum Schluss. Und das Thema Fortbildung ist ja auch das Thema des Kompetenzverbund Lernen Digital. Von daher hast du da eigentlich jetzt auch einen ganz schönen Bogen geschlossen oder gefunden für diesen Impuls heute. Vielen Dank auf jeden Fall nochmal für den kurzen Vortrag. Wir freuen uns nach wie vor über Feedback oder Input oder auch Themenwünsche für solche Impulse. Kontaktmöglichkeiten dazu finden Sie bei uns auf der Website des Kompetenzverbund Lernen Digital, www.lernen.digital oder auch über die sozialen Medien. Ich danke auf jeden Fall Kai und bitte nochmal die paar technischen Schwierigkeiten zu Beginn irgendwie zu entschuldigen. Und wir freuen uns, wenn wir vielleicht irgendwie die eine oder andere Person in einem zukünftigen Impuls nochmal wiedersehen. Ansonsten wünsche ich jetzt noch einen schönen Nachmittag, und bis zum nächsten Mal. Gute Zeit, danke. Und ja, hello und Allah, je nachdem.